A2.0. Die Skizze zeigt ein vereinfachtes Modell einer Windkraftanlage. Die drei Rotorblätter sind so angeordnet, dass sie eine drehsymmetrische Figur ergeben. Ein Mast dient zur Aufhängung der Rotorblätter. Der Rotordurchmesser beträgt 164 Meter, siehe Skizze. A2.1. Für das Rotorblatt werden in 10 Minuten 121 Umdrehungen gezählt. Berechnen Sie, welchen Weg S die Spitze eines Rotorblattes nach einer Stunde unter denselben Bedingungen zurückgelegt hat. Runden Sie das Ergebnis auf ganze Kilometer. Was müssen wir beachten? Gehen wir mal die Angaben durch. Wir haben einen Rotordurchmesser von 164 Meter. Das entspricht dieser Strecke hier. Zusätzlich haben wir noch eine drehsymmetrische Figur. Das bedeutet, wenn dieser Rotor sich anfängt zu drehen, wird er im Prinzip auf sich selber abgebildet. Das hat folgende Eigenschaften, dass wir im Prinzip die Winkel zwischen den Rotorblättern kennen. Den Winkel und den Winkel. Weil die sind alle gleich groß durch die Drehsymmetrie, das heißt 63 Grad durch 3, also ist jeder Winkel 120 Grad groß. Gut, brauchen wir es wahrscheinlich für die Aufgabe noch nicht, aber dann vielleicht für später, aber das bedeutet drehsymmetrisch. Dann haben wir Aufgabe 2.1, für das Rotorblatt werden in 10 Minuten 121 Umdrehungen gezählt. Das brauchen wir mal. Was noch? Der Weg S, also die Spitze, welchen Weg legt diese Spitze zurück? Kann man sich so vorstellen, wir zeichnen einfach mal einen Punkt S ein von einer Rotorspitze. Das Ding fängt sich an zu drehen, ob es in diese oder in die andere Richtung ist, ja eigentlich egal. Ja, einmal so außen rum und das ist nichts anderes als der Kreisumfang. So, und jetzt soll berechnet werden, der Kreisumfang von 121 Umdrehungen, 10 Minuten und das auf eine Stunde hochgerechnet und hier ganz wichtig auf ganze Kilometerrunden. Okay, wie gehen wir vor? Berechnen wir vielleicht erstmal den Kreisumfang. Man kann natürlich alles gleich in eine Rechnung schreiben. Wir machen es mal Schritt für Schritt. Also Umfang des Kreises berechnen ist, dafür geben wir die Formelsammlung Kreis, haben wir hier auf Seite 10. Und da steht schon der Kreisumfang mit U ist gleich 2 mal Radius mal Pi. Also schreiben wir auf, 2 mal Radius haben wir im Prinzip hier schon gegeben. Wenn der Durchmesser 164 Meter sind, dann ist der Radius genau die Hälfte davon. Also 164 durch 2, das sind 82. 2 Meter haben wir ja, genau. Ja, Zentimeter war auch ein bisschen klein. Ja, schreiben wir es am Schluss hin. Mal Pi. Das jetzt ganz normal in den Taschenrechner eingeben. Runden, ja, hier heißt es auf ganze Kilometer runden. Das macht man dann einfach, ja, heißt das Ergebnis auf ganze Kilometer. Das Ergebnis kriegen wir ganz am Schluss. Deswegen runde ich jetzt einmal nur am Schluss. Weil das auf Kilometer zu runden, dieses Ergebnis, das wäre etwas ungeschickt. Gut, Umfang haben wir. Jetzt heißt es hier in 10 Minuten 121 Umdrehungen und wir brauchen eine Stunde, das heißt ja, 60 Minuten, also das Sechsfache davon. Also folgt daraus, Weg S heißt er, ist gleich 121, also in 10 Minuten, 6 mal davon, weil 60 Minuten in eine Stunde passen. Und jetzt mal die 515,22 Meter. Auch wieder einen Taschenrechner eingeben. Und das sind dann 374.000 und 49,72 Meter. Achtung, das muss man jetzt auf Kilometer runden. Ja, es passt 1000 Meter in einen Kilometer rein, das heißt, sind hier jetzt 374 Kilometer. Ja, damit hätten wir die Aufgabe dann gelöst.